Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal bitcointrading.de. In dem heutigen Video analysieren wir den aktuellen Ethereum-US-Dollar-Chart sowie den aktuellen Ethereum-Bitcoin-Chart und wir besprechen die neuesten Ethereum-News. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Wir befinden uns auf dem aktuellen Ethereum-US-Dollar 4-Stunden-Chart und in den Kommentaren unter dem letzten Video wurde sich hier des Öfteren mal nochmal ein Update zu Ethereum gewünscht. Deswegen machen wir hier heute ein Video zu Ethereum. Wie ihr sehen könnt, die Situation ist hier schon ziemlich ähnlich wie bei Bitcoin, denn ja, in den letzten Monaten ist ja nicht wirklich viel passiert. Ihr seht, wenn wir das mal abmessen, laufen jetzt hier schon knapp 27,5 Tage einfach nur seitwärts, weiterhin hier in unserer Range zwischen ungefähr 1400 Dollar und 1240 Dollar. Ihr seht, wir haben hier oben unsere Resistance, die 1400 Dollar, hier werden wir immer wieder abgelehnt und wir haben hier unten drunter unseren Support bei 1240 Dollar, wo wir dann immer wieder aufgekauft werden. An sich, wenn wir hier auch den Lux-Algo-Indikator aktivieren, seht ihr, hat sich ja nichts großartig verändert. Wir hatten hier das Short-Signal Mitte September, hatten daraufhin auch hier einen Ausverkauf von ungefähr 24% und ihr seht, seitdem wir eben hier seitwärts laufen, werden wir auch immer wieder hier von der Neo-Cloud abgelehnt und erhalten hier auch kein neues Signal, sind also bisher hier immer noch Short gerichtet. Ich persönlich bin ja damals hier in meinen Short-Trade eingegangen, als wir hier unter die 1400 Dollar gebrochen sind, den Retest hatten. Hier war ja dann damals mein Short, entweder ich in dem Video auch gezeigt habe, und dann sind wir hier runtergekommen auf 1280 Dollar. Das war damals unser erstes Target, wo ich dann auch Teilprofite realisiert habe. Das waren hier gerade ungefähr so 19%. Und seitdem habe ich auch hier unverändert meine Short-Position offen, denn falls hier die 1240 Dollar brechen, dann rechne ich noch damit, dass es hier weiter runter geht in Richtung 1000 Dollar. Das heißt aber auch, meine Strategie hat sich seitdem nichts verändert. Sollten wir hier ein Breakout schaffen über die Neo Cloud, dann ein Retest sind hier auf unsere vorherige Resistance, das heißt also die aktuell 1400 Dollar werden zu Support, dann würde ich hier eine Long-Position eröffnen, das heißt, wenn wir eine Short-Position schließen und dann hier Long gehen halt in Richtung 1600 Dollar als erstes Target und dann hier oben der grüne Kasten ungefähr 1800 Dollar als zweites Target. Ansonsten halt, wenn wir jetzt hier, nachdem wir so oft schon die 1280 Dollar angetestet haben, den Breakout hier drunter sehen sollten, dann ein Retest abgelehnt werden und hier nochmal unter das vorherige Tief dann fallen, dann würde ich hier weiterhin meine Short-Position, die ich ja noch offen habe, offen halten zum nächsten Target. Das wäre dann hier ungefähr bei 1000 Dollar hier unten, dieser nächste schwarze horizontale Strich hier ungefähr, diese Support-Zone bei 1000 Dollar, wo ich dann nochmal Teilprofite realisieren würde. Das heißt also, für alle, die jetzt hier noch keine Position offen haben, würde ich hier ähnlich wie bei Bitcoin einfach noch auf der Seitenlinie bleiben, wenn ihr eben auch hier mittelfristige Position tradet und dann halt eben erst eine Long-Position eingehen, wenn wir es schaffen, über die 1400 Dollar auszubrechen, Richtung 1600 Dollar. Ansonsten hier wirklich erst Short gehen, nachdem wir unter die 1240 Dollar gefallen sind, dann hier Short in Richtung 1000 Dollar. Das wäre dann hier ungefähr ein Profit von möglichen 20%. Demnach würde ich hier dann einen engen Stop-Loss wählen, ungefähr über 1280 bis 1300 Dollar, dann haben wir hier ein Risiko von ungefähr 5%, Downside von 20%. Das ist hier ein sehr, sehr gutes Risk-to-Reward-Verhältnis. Und ich rechne auch hier bei Ethereum, ähnlich wie bei Bitcoin, damit, dass wir hier auch zeitnah ein Breakout sehen werden. Den Grund dafür, den sehen wir jetzt hier auch nochmal, wenn wir einmal auf den Tageschart wechseln und hier dann uns auch die Bollinger Bands anschauen. Denn ihr seht, die Bollinger Bands, die haben sich jetzt hier wirklich schon extrem eng zusammengezogen. Also so eng hat man das hier wirklich bisher sehr selten gesehen. Wenn wir hier mal rauszoomen, seht ihr eigentlich, wir haben hier seit November das noch nie gesehen, dass die Bollinger Bands sich so verdichtet hier haben. Und ihr wisst ja, wie es ist, je enger die Bollinger Bänder sich ja während der Konsolidierung zusammenziehen, bedeutet das eben, dass wir hier in den nächsten Tagen bis Wochen auch damit einem explosiven Breakout rechnen können. Die Bollinger Bands allerdings sagen uns nicht, in welche Richtung wir ausbrechen werden. Sie sagen lediglich, dass es eben nach dieser langen Konsolidierung einen explosiven Breakout geben wird. Und deswegen bereiten wir uns eben hier auf den Breakout in Richtung 1600 und auch in Richtung 1000 Dollar vor. Und demnach ist ja auch hier die Trading-Strategie nicht anders, wie vorhin erklärt, auf dem 4-Stunden-Chart sehen wir den Breakout hier nach oben aus den Bändern raus, werde ich trotzdem hier noch auf einen Retest warten und dann hier erst die 1400 Dollar kaufen in Richtung 1600 bis 1800 Dollar. Und demnach, wenn wir eben den bearischen Breakout sehen, lasse ich meinen Trade hier einfach offen und rechne damit, dass wir die 1000 Dollar antesten. Das ist hier so die momentane Situation. Viel mehr gibt es jetzt für Ethereum meiner Meinung nach momentan nicht zu sagen, da wir einfach, wie ihr seht, hier wirklich langweilig seitwärts laufen. Und ihr seht auch hier auf dem Tageschart, wenn wir den Lux-Algo-Indikator hier einmal anpassen von der Sensitivität. Im übergeordneten Bild hat sich natürlich hier auch nichts geändert in der letzten Zeit. Wir haben auch hier auf dem
Tageschart nach wie vor noch unser Short-Signal. Ihr seht es hier übergeordnet. Seit November haben wir es nichts mehr geschafft, nachhaltig über die Neo-Cloud zu steigen. Das heißt also übergeordnet sind wir immer noch in einem Abwärtstrend. Und das bedeutet eben auch, selbst wenn wir hier den bullischen Breakout sehen und dann eben, wie ihr hier seht, $1800 reichen, werden wir immer noch unter der Neo-Cloud. Das heißt also, selbst dieser Breakout auf potenziell $1800 wäre dann auch nur eine Bärenmarkt-Rallye, solange wir es eben nicht schaffen, es auch über der Neo-Cloud zu etablieren. Das ist ja so wirklich dann noch wichtig zu beachten. Dann kommen wir jetzt hier einmal zum Ethereum-Bitcoin-Chart und auch noch zum Bitcoin-Dominanz-Chart. Und vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an ein Video hier zum Ethereum-Bitcoin-Chart von vor ungefähr 4 Wochen. Hier habe ich auch damals hingewiesen, dass ich damit rechne, dass wir hier einen Momentum-Shift sehen. Ihr seht, ich habe auch damals hier die bärische Divergenz eingezeichnet. Wir hatten auf dem Chart ein Hoch und ein höheres Hoch, währenddessen der RSI hier auf dem Wochenchart ein Tief und ein tieferes Tief geformt hat. Zudem habe ich damals auch davor gewarnt, dass jetzt hier höchstwahrscheinlich ein bärischer stochastischer RSI-Kurs dazukommt und dass wir eben hier auch noch auf massive Resistance gestoßen sind in den roten Boxen, das seht ihr hier nochmal. Und im Gegensatz dazu wir eben sehen, dass die Bitcoin-Dominanz hier auf massiven Support steht. Und wie ihr jetzt sehen könnt, bei Ethereum Bitcoin ist ja tatsächlich der Momentum-Shift gekommen. Wir hatten ja die bärische Divergenz, gleichzeitig auch der stochastische RSI hat hier Momentum verloren. Also wir hatten ein bärisches Momentum, da wir hier unter das 80er Level gefallen sind und uns hier bearish gekreuzt haben. Und ihr seht auch, seitdem ging es hier bei dem Ethereum Bitcoin-Chart auch seit dem roten Kasten hier ungefähr um 17%, wenn wir auf keine Close messen, abwärts. Das heißt also nach wie vor, rechne ich damit, solange wir hier auf dem RSI abfallen, solange hier auch der stochastische RSI weiter abfährt, rechne ich auch damit, dass wir hier weiter konsolidieren. Vielleicht bekommen wir hier auf der aufsteigenden grünen Linie noch etwas Support. Ihr seht, wenn wir hier zurückgehen, hier hätten wir Support, hier Support, hier Support, hier Support. Könnte so also sein, dass wir dann hier auch ungefähr bei 0,6382 Support bekommen. Aber persönlich rechne ich damit, dass wir in nächster Zeit, solange wir bei Ethereum US-Dollar keinen bullischen Breakout sehen, hier eher mit Ethereum Bitcoin weiter abfallen werden. Und im Gegensatz dazu, Bitcoin-Dominanz, wo ich ja gesagt habe, hier kommt bullisches Momentum auf. Da können wir hier auch nochmal gucken. Ihr seht, wir waren damals hier noch in diesem gelben Kasten bei der Bitcoin-Dominanz. Jetzt sind wir hier schon leicht über dem gelben Kasten, also seit dem tiefsten Punkt hier, auch ungefähr um 5% gestiegen. Rechne ich eben damit, dass hier die Bitcoin-Dominanz in den nächsten Wochen eher noch etwas stärker ansteigen wird. Das heißt also, meiner Meinung nach ist hier der Momentum-Shift noch nicht beendet und demnach habe ich hier auch momentan keine erhöhte Position bei Ethereum Bitcoin. Ihr wisst ja, ich habe hier oben damals in dem roten Kasten hier gesagt, dass ich jetzt nochmal hauptsächlich also zurückgehe in Bitcoin, also Bitcoin nochmal meine größte Position mache. Und wenn hier der Momentum-Shift vorbei ist, nicht damit rechnen, dass Ethereum Bitcoin nochmal hier Momentum gewinnt, dann werde ich wieder Ethereum zu meiner größten Position machen. Soweit ist es aber meiner Meinung nach jetzt noch nicht. Sobald ich hier den Momentum-Shift dann wieder bullig sehe für Ethereum Bitcoin, werde ich das natürlich schon hier wieder bekannt geben, wenn ich dann auch Ethereum nochmal zu meiner größten Position hier im Portfolio erhöhe. Dann kommen wir abschließend zu den Ethereum News und On-Chain-Daten. Und hier können wir sehen, dass wir jetzt nach dem Merge insgesamt 14,2 Millionen Ethereum haben, die hier eingeloggt wurden zum Staken. Das entspricht ungefähr 11,7% des zirkulierenden Ethereum-Supplies. Ihr seht auch, wir haben hier 85.000 Einzelpersonen, die ihre Ethereum hier eingezahlt haben. Insgesamt auch 445.000 Validatoren. Also hier Ethereum für einen Layer 2 hier schon relativ dezentral. Allerdings muss man natürlich auch sagen, viele dieser Staking-Nodes befinden sich in den USA und laufen über Amazon Web Service. Also die Kritik, auch wenn ich persönlich überzeugt bin von Ethereum, muss man schon zulassen, dass Ethereum mit Proof of Stake natürlich schon zu dem jetzigen Zeitpunkt zumindest relativ zentralisiert ist. Ich persönlich rechne damit, dass ich ja die Staking-Pools und Node-Open-Betreiber und alles drum dran, wo man so hier staken kann, dass sich das noch weiter die verschiedenen Anbieter eben global verteilen werden. In Singapur entstehen relativ viele. Ich habe sogar vor kurzem gelesen, dass T-Mobile, also Telekom, auch Staking anbieten wird, wo dann also deine Ethereum einloggen kann und dann als Pool eben hier Staking-Gebühren bekommen kann. Aber an sich muss man sagen, ist natürlich Ethereum nicht so dezentral wie Bitcoin. Bitcoin ist und bleibt das dezentralste System und nach Bitcoin würde ich auch schon sagen, ist Ethereum dann auf Platz Nummer 2. Ansonsten sehen wir hier auch nochmal einen schönen Vergleich. Wenn wir weiterhin bei Proof of Work geblieben, hätten wir hier 355.000 Ethereum, die zu dem Supply dazugekommen wäre. Jetzt durch Ethereum Proof of Stake sind es gerade mal knapp 7.000 Ethereum, also hier ein Unterschied von 348.000 Ethereum, Wert von jetzt ungefähr eine halbe Milliarde Dollar und das gerade mal in 29 Tagen. Also ich finde, hier sieht man wirklich schon, dass diese Reduzierung hier wirklich massiv ist und die wird meiner Meinung nach im nächsten Bullrun massive Einflüsse auf den Preis haben. Und ansonsten sehen wir hier auch nochmal
in den letzten 5 Tagen war Ethereum auch nochmal deflationär und ich rechne damit auch, dass Ethereum im nächsten Bullrun durchgehend deflationär sein wird, denn es hängt eben davon ab, wie viel Ethereum durch EIP verbrannt werden. Wenn eben sehr wenig Transaktionen stattfinden, was momentan der Fall eben ist, da erstens NFTs ziemlich tot sind, DeFi nicht mehr viel Hype ist, dann gibt es einfach weniger Transaktionen, durch weniger Gebühren und dadurch eben weniger Verbrennung. Wenn wir wieder einen Hype haben, NFTs, DeFi, alles durch die Decke geht, dann haben wir extrem viele Transaktionen, extrem viele Transaktionsgebühren und dann wird auch deutlich mehr verbrannt und dann ist Ethereum wieder weiter deflationär. Also dass wir dann auch hier im nächsten Bullrun nochmal zunehmen. Und abschließend sehen wir auch, seit dem Merge haben wir 90.000 Adressen, die pro Tag neu entstehen und das ist extrem wichtig. Das Netzwerk wird fundamental größer und das ist ja auf jeden Fall fundamental eine sehr positive Nachricht. Das war's schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video einen Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo dalässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.